Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Story Mode Season 1. Ja, wir haben mitbekommen, Magnus und Elegard, die hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit und die haben sich hier getrennt und wir müssen uns jetzt dann wahrscheinlich entscheiden, wo gehen wir hin, ne? Elegard folgen oder? Na? Magnus folgen. Okay, jetzt reden wir erstmal mit Petra, mal gucken, was die dazu sagt. Hey Petra. Hey. You okay? So okay sieht sie nicht aus. Was ist mit Axel? Komm, mal mit dir reden, was los ist mit dir. I wouldn't choose that pose. I'd look like this. Oh, Lukas, und was ist mit dir los? Komm, erzähl mal was. Elegard the engineer, Gabriel the warrior. So, es ist natürlich die Frage, wen folgen wir? Magnus oder Elegard? Ich würde sagen, wir folgen Elegard. Und wir schauen uns das mal an und dann entscheiden wir. Schwierige Entscheidung. Was machen wir? Wen folgen wir? Gucken wir uns mal das hier von Magnus an. Nein, wir sollten doch Elegard folgen. Allein weil sie das Köpfchen hat. Magnus kommt mir ein bisschen unwirsch vor. Petra, are you okay? I'm sorry. I don't mean to worry you. I've just got something I want to discuss with you in private. But let's split up. Bin ich mal gespannt, was Petra uns Vertrauliches zu sagen hat. Ihr geht's ja nicht so gut. Hey, whatever it is, I trust you. You can tell me. Thanks for being so understanding. You got me away from the Wither Storm. But I'm worried that I didn't get away soon enough. What? It showed up not too long after you saved me. What is that? What's wrong with your arm? Do you know what Wither is? The Wither? Of course, we've been known, Jesse. Just Wither, or Wither sickness, I guess. And I feel like it's just gonna keep getting worse. Well, we're going to go back and tell the others. We can get help. You can't tell anyone about this. Creeper! Grab my hand, I'll pull you up. Ach, du grüne Mann, ich hab mich jetzt aber auch erschreckt. Das Amulett. Jesse, I just couldn't. I'm sorry. Jesse? Are you okay? Hey, you're the one that's sick. Take care of yourself first. I'll be okay. Okay, I got this. Stay safe. I'll find a way down to you. Hmm.
müssen das Amulett wiederholen. Okay, wir sind hier ziemlich abgestürzt gerade. Und jetzt gucken wir doch mal. Das Amulett gibt uns ein bisschen Licht. Und dann schauen wir doch mal, wo es uns hinführt. Also Petra ist ziemlich krank. Sie ist vom Wissersturm irgendwie infiziert worden. Na, ich hoffe mal, das kriegen wir wieder in Ordnung, ne? Überall hat es hier Löcher drin. Müssen wir aufpassen, dass wir nirgendwo reinfliegen. So, ich denke mal, wo sind wir denn hier gelandet? Eine große Tür. Da gehen wir mal weiter. Oha, was ist denn das? Eine ausgeleuchtete Halle mit diesen, wie heißen die Steine? Ach, sagt's mir doch, oder schreibt's doch in die Kommentare, ihr wisst es doch bestimmt. Da ist eine Türe offen, aber wir gehen da jetzt mal noch nicht rein. Ich möchte mich erstmal hier ein bisschen umgucken. Ah, okay, wir können da nicht weiter hindern, wir müssen hier hoch. Ist ja überhaupt nicht übertrieben gebaut, ne? Oh, wer war denn das? Something useful in here. He has to. Why would he have so many books? Hey, show yourself. Who's there? You. Trying to interfere with my plans again, I see. Your tenacity is commendable, yet misguided. You found your way in here? So now you may find it back out again. Ivor, just calm down, okay? I think we're here for the same reason. I'm here with the order to find Soren Super TNT. We're going to take down your Witherstorm. The order? Believe me, that plan will blow up in their faces in more ways than one. They cannot help you. But me? I choose not to. Out of my way. Move! Wait, but I... Oh, you're not going anywhere. Petra, you escaped? Foolish girl! I... Shut up. I don't care what you have to say. I'm just gonna take you down. We should let the Order decide. They'll know what to do. That kind of justice is too good for this monster. Oh, nee, nee, nee. I'm the only one who can stop the Witherstorm! Not you, not the Order! Don't make yourselves the villains in my story. Kuh. Nee. Und ausweichen. Und kuh. You're not going anywhere. This could have all been avoided. If you want to stop me, you'll have to catch me first. Jesse, look out! You're not getting out of here that easy, Ivor. I'm like the wind! It didn't have to go this way, Jesse. You could have just let me go. Now you see me. Now you.
It's one of his invisibility potions. He could be anywhere. Vanish all you want, slime ball. You're still not going anywhere. End of the rail, Ivor. We're not letting you get away with this. This one's on you, you puffed up fool! There's no time for this. Jesse! Petra! Even more of you? Will this parade of useless babblers never cease? What's going on? We found Ivor. We stopped him. Jesse did, anyway. False. You have stopped nothing. Query, have you ever seen the effects of a splash potion of slowness? What? What are you talking about? You picture. Magnus and Illigard may think they can stop me, that they can destroy the Witherstorm, but they are mistaken, and it will cost them their lives. Okay. Na gut. In pursuit of answers, all our heroes found in Sauron's armory was deceit and treachery. Locked in a dark chamber deep in Sauron's mountain, as the Order of the Stone rides off towards near certain doom, our heroes must ask themselves, would they find a way out of this dark tomb? Is there any way to cure Petra's wither sickness? Would they find a way to defeat the Witherstorm? Or would they remain trapped as it continues its ravenous rampage across the entire world? Only time will tell. So, dann haben wir den zweiten Teil also geschafft. Ich hoffe mal, wir werden Petras Krankheit heilen können und diesen elendigen Wassersturm aufhalten können. Hier sind unsere Entscheidungen. Du und 27,9% der Spieler haben einen Feuerball auf den Gas zurückgeworfen. Du und 77,4% der Spieler haben den Verstärker gestohlen. Du und 88,1% der Spieler haben Ellie geholfen, den Befehlsblock zu bauen. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Nun, wir sind wieder am Ende angelangt von der Episode oder von der Folge 2 von Minecraft Story Mode. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr die dritte Folge auch gerne ansehen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Es geht hier auf jeden Fall weiter. Für Kritik und Anregungen bin ich gerne bereit, mir das anzusehen, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch alles drei machen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Cedric. Ciao, ciao.